Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Update Video. Es ist wieder ein neuer spielbarer Dinosaurier für das Spiel rausgekommen, nämlich der Metria Kantosaurus. Dieser ist ein mittlerer Fleischfresser mit einer ganz besonderen neuen Fähigkeit, auf die kommen wir aber später noch zu sprechen. Kommen wir nun aber erstmal zu den Dinosauriern an sich und den verschiedenen Skins, die können wir einmal hier durchgehen. Dieser hier ist auch einer meiner Favoriten-Skins. Aber hier sind sehr viele coole bei. Ihr seht schon, die Farbunterschiede, die sind schon sehr, sehr krass. Also der hat sehr knallige Farben in den Skins, was ich aber sehr cool finde. Auch Albino sieht auch nice aus. Komplett in Schwarz. Der hier gefällt mir auch richtig gut. Das ist der Bäcker-Skin. Und natürlich habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, auf weiblich zum Beispiel zu schalten. Da sind dann die Farbunterschiede sogar teilweise richtig enorm. Das hier ist männlich, das hier ist weiblich. Und ihr könnt natürlich bei den Skins dann auch noch die einzelnen Farben anpassen. Also da habt ihr wirklich so viele Möglichkeiten. Finde ich richtig cool, dass man seinen Dinosaurier so frei gestalten kann. Das Muster kann man auch nochmal ändern. Und natürlich die Unterart. Dann ändert sich die gesamte Form und die Körpermerkmale. Zum Beispiel hier der Kamm verschwindet jetzt gleich. Und dann seht ihr stattdessen Härchen hier. Und so sieht der neue Metria Kantosaurus dann in Action aus. Gefällt mir richtig, richtig gut vom Model. Und steuern tut er sich auch gut. Sehr, sehr flink unterwegs, mega wendig. Ich finde das auch cool, wenn man die Kurven läuft, wie sehr er sich so nach rechts bzw. nach links lehnt. Steuert sich wirklich, wirklich gut. Ich glaube, das wird echt Spaß machen, mit dem dann auf Jagd zu gehen. Schreie hat er natürlich auch einige, die können wir jetzt auch mal eben durchgehen. Dann wäre als allererstes den Einserschrei. Dann den Zweier. Den Dreierschrei. Auch sehr cool, das ist der aggressive. Dann der Viererschrei. Fünfer. Bisschen schütteln. Sechserschrei. Sieben, acht, neun haben wir nicht. Und zu guter Letzt haben wir noch F. Und hinsetzen kann er sich natürlich auch. Das sieht dann so aus. Auch ziemlich cool. So am Strand. Schön entspannen. Und hinlegen kann er sich natürlich auch noch. Oh. Süß eingerollt. So, machen wir mal eben noch den Schwimmtest. Ach, schwimmen kann er auch. Aber nicht wirklich gut. Er ist sehr, sehr langsam unterwegs. Also für kurze Strecken geht das, aber man sollte sich nicht in zu tiefen und zu großen Gewässern dann ins Wasser wagen. Da hat man dann klare Nachteile gegen Spinos oder Supos. Und nun kommen wir schon zu den Angriffen von dem Metria Kantosaurus. Er hat da einmal einen Beißen und natürlich einen Clown-Angriff. Der darf ja nicht fehlen. Und er hat eine ganz besondere neue Funktion, nämlich macht er mit seinen Angriffen bzw. mit seinem Biss einen bestimmten Giftschaden, welcher seinen Kontrahenten Ausdauer entzieht. Das ist ziemlich cool im Kampf. Das heißt, er könnte immer angreifen, verschwinden, bis dann der Kontrahent keine Ausdauer mehr hat und diesen dann auf lange Sicht einfach zu Boden bringen. Ich glaube, das wird im Kampf richtig spannend, so ein Statuseffekt. Und es gibt auch allgemein einen neuen Statuseffekt. Nämlich kann man jetzt seine Gegner zum Bluten bringen mit Bissen. Und wenn diese dann davonlaufen, hinterlassen diese blutige Fußspuren. Das kann ich euch leider jetzt nicht zeigen in Action, weil die Server gerade alle leer sind und ich leider nur alleine spielen kann. Aber dieses Blut entzieht natürlich dann auch Leben über Zeit. Und das muss man regenerieren, indem man sich dann hinlegt. Denke ich mal, ich konnte es halt noch nicht ausprobieren. Und zu guter Letzt wurden noch einige Verbesserungen, was das Charakter- bzw. Dinosaurier-Movement angeht, hinzugefügt. Dabei wurden Rubberbanding und Teleportationsprobleme behoben. Und das war ein kurzes Video über das heutige Path of Titans Update. Ich finde es wieder richtig cool und ich finde es krass, wie schnell das momentan wieder vorangeht bei Path of Titans. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Bald wird auch mal wieder ein Livestream kommen und jetzt wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.